Technisch ist es eigentlich kein Problem. Es gibt heute viele technische Lösungen, auf denen man aufsetzen könnte. Aber es ist ein politischer Wille gefragt. Generell ist es total sinnvoll und auch wichtig, dass wir so eine Plattform in Deutschland bauen, weil wir inzwischen eine sehr große Bandbreite an vielen einzelnen Aktivitäten auf Länderebene und auf Hochschulebene haben. Deswegen würde ich sagen, generell mal ein total sinnvolles und wichtiges Projekt. Daran schließt sich aber an die Frage, welche Plattform wollen wir? Ist das eher eine Plattform, die Bestehendes vernetzt, zusammenbringt, was alles da ist, eine Plattform der Plattformen? Oder ist es eine Plattform, die neue Inhalte bereitstellt, zum Beispiel auch für Zielgruppen jenseits der Hochschulen? Wenn man nach dem Sinn fragt, muss man ja auch sehen, in Deutschland haben wir einen Föderalismus. Und wir haben in jedem Bundesland Aktivitäten. Aber die Bundesländer an sich sind eigentlich viel zu klein, um in diesem globalen Markt mitspielen zu können. Gerade deshalb muss man eine gemeinsame Initiative haben. Weil nur zusammen werden sie stark genug sein, sich gegenüber anderen internationalen Playern durchsetzen zu können. Wir stehen da noch ganz am Anfang. Es gibt Aktivitäten in einzelnen Bundesländern, wo hochschulübergreifend agiert wird. Aber wir sind noch weit weg von einer Umsetzung. Und es wäre realisierbar, wenn sich die Länder und der Bund zusammentun, gemeinsam diese Aktivitäten finanzieren. Technisch ist es eigentlich kein Problem. Es gibt heute viele technische Lösungen, auf denen man aufsetzen könnte. Aber es ist ein politischer Wille gefragt und die Kultur an den Hochschulen muss sich ändern. Also es muss die Bereitschaft da sein, dass man als einzelne Hochschule mitspielt und entsprechende Inhalte entwickelt. Wir müssen Europa und auch global natürlich immer von Anfang an mitdenken. So etwas kann man nicht mehr national ausrichten und man ist ohnehin im Wettbewerb, sozusagen im internationalen Wettbewerb mit anderen. Aber wir müssen, wenn wir es realistisch angehen wollen, jetzt auch erstmal hier anfangen. Und einzelne Bundesländer haben jetzt auch schon angefangen, solche Plattformen zu bauen und darauf dann aufsetzen und erstmal sozusagen den nationalen Blick dann auch verfolgen.